Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die aktuelle September-Ausgabe der Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Box befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die 10 bis 15 Leckereien enthält, die sowohl neu im Sortiment sind, als auch einfach Klassiker, die man so kennt. Ab und an haben wir auch mal ein Brot mit dabei oder Aufbackbrötchen oder sowas und ich feiere das sehr, was hier drin ist. Und ja, mein Freund und ich, wir sind halt beide so experimentierfreudig, deswegen ist es für uns halt eine passende Box. Und ja, ich bekomme sie von der Degusta-Box, von dem Degusta-Box-Team kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Team von der Degusta-Box und sie kostet normalerweise 15,99 €. Ich stelle ihn doch mal eben zur Seite. Erscheint monatlich und ich habe einen Code, mit dem kannst du 6 Euro sparen. Das ist dann quasi so, dass du dann für 9,99 € deine erste Box bekommst und den blende ich hier mal irgendwo ein, weil ne, das ist so ein kryptischer Code. Jo, ich würde mich freuen, wenn du da Bock drauf hast und ja, super interessant ist natürlich auch, dass wir jetzt aktuell den Adventskalender haben und eben wenn man Abonnent ist, bekommt man den auch ein bisschen günstiger. Der kostet 33,99 €, wird wunderschön aussehen. Ich zeige euch mal, wie das aussehen wird. Und hier ist auch ein kleiner, aber feiner Code abgebildet. Ne? Also 39,99 € kostet der normalerweise und mit dem Code bekommst du den dann ein bisschen günstiger. Und ich finde den schön. Ich darf den auch auspacken, sobald ich ihn hier geliefert bekomme. Werde ich ihn euch auch direkt zeigen. Der ist immer so schön groß und so lecker befüllt und das sieht echt cool auch dieses Jahr aus, auch wieder zum Ausklappen. Da freue ich mich echt drauf. Gesamtwert ist über 50 € und der ist limitiert, also haut in die Tasten, Leute. So, ich musste leider die Produkte aus der Box schon so ein bisschen rausnehmen, weil auf dem Weg hierhin hat die Post wohl so ein bisschen Fußball mit meinem Paket gespielt. Da ist sowohl dieses Paket von betroffen gewesen, als auch zum Beispiel der Goodie Box Adventskalender. Das war ein bisschen traurig, muss ich wirklich sagen. Denn wenn man sich auch das Paket so anschaut, eine kleine Demolition Derby ist hier am Start. Aber wenn sowas passiert, am besten direkt das Degusta Box Team anschreiben, den Bescheid sagen und dann ne, bekommt ihr entsprechend was gut geschrieben, Points, wie auch immer. Da gibt es ja auch so ein Punktesystem. Und ja, ich habe jetzt die Produkte nämlich schon auf meinem Tisch liegen und wir starten jetzt einfach mal. Zuallererst habe ich hier Kichererbsen drin von Hengstenberg Bio. Kichererbsen, purer Genuss und ja, ne, die kann man schön in einen Salat machen oder in ein Gericht geben oder man macht sich da Hummus oder sowas draus. Das finde ich ganz interessant und die werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, mal gucken, wo wir das am besten integriert bekommen. Ist halt so ein Grundnahrungsmittel, was einfach mal ein bisschen was anderes ist. Ist ein Bioprodukt. Ja, und so kommt man vielleicht auch ein bisschen in diese Laune, ein bisschen was anderes mal zu kochen. Ja, ich weiß, wir sind HelloFresh-Kunden. Das heißt, normalerweise kochen wir jetzt nichts Außerplanmäßiges, aber abends vielleicht mal. Ne? Und wenn man dann auch Freunde zu Besuch da hat und dann irgendwie mal was Spezielleres macht oder so, kommt das, glaube ich, ganz gut. So, als nächstes habe ich hier etwas drin gehabt und als ich es rausgenommen habe, habe ich mir direkt gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange ich die vor meinem Freund verstecken kann. Der liebt die Finn Crisp Snacks und das ist Roasted Peppers und Chipotle Tasty Rye Snacks, also das sind Roggensnacks. Die hatten wir schon ein paar Mal in der Box mit drin und er liebt die hammer, hammer, hammerhart. Die sind auch ein bisschen schärfer und der wird mir die safe innerhalb von Sekunden aus den Händen reißen, wenn ich hier gleich die Tür aufmache, denn ich habe ihm schon gesagt, dass ich die Finn Crisps hier drin habe und der steht da so tierisch drauf, dass man mit unseren über 30 Jahren, ich 32, er 34, nicht mal so langsam auf die Idee kommt, selber in den Laden zu gehen und sich die zu kaufen. Ne? Das ist irgendwie total merkwürdig. Und deswegen freut man sich wie ein kleines Kind, wenn man solche Produkte halt in der Box mit drin hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Wenn ich durch den Aldi, Rewe, K&K, keine Ahnung, Edeka durchgehe, also durch die normalen Supermärkte. Und dann stehe ich da vor solchen Produkten, denke ich mir immer so, nee, ich weiß ja nicht. Ne? Oder gleich kommt noch ein anderes Produkt. Aber wenn man sie dann in so einer Box drin hat, dann feiert man das so hart. Es ist eigentlich total merkwürdig. Ne? Komm, und wir probieren jetzt einfach mal ein. Oha, vielleicht sollte ich hier einfach mal eine Schere nehmen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Entschuldigung. Das ist echt immer wieder ulkig. Ich muss dann auch über mich selber lachen. Letztens erst noch bei Aldi, da gab es Macarons. Die hatten da diese Aldi Deluxe-Reihe. Und da habe ich mir gedacht, na, es kommt ja kein Besuch vorbei und so.
So what? Einfach mal mitnehmen, probieren. Und ich habe es so hart gefeiert. Das war so lecker. Oh mein Gott. Okay, das sind halt so Dreiecke. Und die sind so lecker. Das wird jetzt scharf, denke ich mal. Ne? Ich meine, es hat nur eine von drei Chilis, aber trotzdem. Oh. Das geht. Oh, lecker. Mhm. Damit mache ich meinen Freund gleich glücklich. Cool. Mega. So. Kommen wir zu dem anderen Produkt, das etwas eskalativ gewesen wäre, beziehungsweise was ich mir so im Laden nicht mitgenommen hätte. Hatten wir, glaube ich, auch mal in der Pinkbox drin oder so. Von Dr. Oetker My Sweet Table Kuchenkugeln Zitrone, 9 Stück. Ihr ahnt nicht, wie glücklich ich gerade darüber bin. Ich finde das so geil. Boah, das ist ein Zitronenrührkuchen, dekoriert mit Zuckerdekor und belgischer weißer Schokolade. Ne? Hätte man noch andere, ja, man hätte noch eine andere Sorte drin haben können. Und zwar so eine braune. Ich freue mich über die weiße, aber gerade tierisch. Und das ist auch wieder sowas, ne? Das nimmt man sich nicht selber mit. Und wenn man es dann da hat, dann feiert man das einfach so hart, ne? Und normalerweise, wenn ich das jetzt so hätte, würde ich sagen, ah, kann ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, weil bis wir mal wieder Besuch bekommen, man möchte das ja vielleicht auch so schön servieren oder so. Nein, man sollte sich auch mal selber gönnen. Bis wir mal wieder Besuch kriegen. Eigentlich kommen ständig hier irgendwelche Leute vorbei und sagen guten Tag. Aber oh, die werden den Abend nicht überleben. Boah, sehen die gut aus. Okay. Mhm. Ich gönne mir. Ne? Das sieht echt hübsch aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommt Genuss. Mit einem Haps sind die im Mund, ne? Boah. Mhm. So saftig. Nicht zu süß. Also ich finde, es geht klar. Mhm. Mag ich voll. Mhm. Ja, das finde ich gut, dass wir hier Kuchen mit drin haben. Und zum Nachtrinken nehme ich die hier. Bio-Bio-Limo. Ne, da fühlt man sich fast schon gesund. 100% Flasche aus 100% recyceltem Material. Dark Berries, schwarze Johannisbeere 5%, Himbeere 1,5%, Blaubeere 1,5% und 1% Zitrone. Läuft. Und den Pfand kriegt man auch noch für Ome mit dabei. Jo, ne? Sowas mag ich auch mal ganz gerne. Prost. Mmh. Ist mit Kohlensäure, okay, aber schmeckt lecker. Also ich mag das, ne? Ist sehr dezent vom Geschmack her. Mag ich. Doch. Ups, kann man auf jeden Fall gut trinken. Mhm. Mhm. Und dann habe ich hier was drin von Hershey's. Cookies and Cream. Oh, das ist so eine richtige Claudi-Box hier gerade. Ich merke das wohl. Nom. Also richtig geil. Ich liebe es, wenn hier so Snacks und sowas drin sind. Ich meine, das ist ja keine reine Snackbox. Wir haben hier auch durchaus, wie gesagt, ein Brot oder Kichererbsen oder, kommen wir gleich auch noch zu, andere Sachen mit drin. Aber oh, das ist schon hardcore, gerade so als Geschmacksgedönsen in meinem Mund. Mach mir mal ein kleines Stück ab, komm. Ne, das ist auch wohl irgendwie so weiße Schokolade und dann hast du da so dunkle Geschichten mit drin oder Vollmilch. Weiß ich nicht. Cookie. Oh. Mhm, das mag ich gerne. Und so schön dünn. Oh. Das ist aber sehr süß. Ich mag das aber. Mm. Okay, zum Nachtrinken nehme ich jetzt in diesem Sinne Münsterland Classico Erdbeere. Das haben wir jetzt hier auch noch mit drin, also Erdbeermilch. Kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Da hatten wir immer Vanillemilch, Kakao und Erdbeermilch. Und ich habe, glaube ich, immer Erdbeermilch genommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal was anderes genommen hätte. Und das waren so, ja, ich weiß nicht, so braune Flaschen mit einem weißen Deckel. Und dann konnte man irgendwie da einen Strohhalm, keine Ahnung, ne? Und wir haben die halt auch auf die Heizung gelegt im Winter und dann konnte man das halt warm trinken. Das war auch immer toll. Ja, auf jeden Fall haben wir da jetzt eine Erdbeermilch mit drin. Hätte man auch was anderes haben können. Vanille alternativ. Ja, gut, ne? Aber das gönne ich mir jetzt einfach mal und genieße einfach meinen kleinen Kindheitsmoment. Prost. Hm.
mir. Ewig nicht mehr. Ewig nicht mehr getrunken. Erdbeermilch. Krass. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich ex das jetzt nicht weg, weil ich darf nicht so viel Milch trinken am Tag. Und ich habe schon, ne, heute einiges zu mir genommen. Also von daher, ja, muss ich aufpassen. Aber lecker. Erdbeermilch. Dann haben wir noch von Dr. Edgar was mit dabei. Roggen, Vollkorn, Sauerteig getrocknet. Für 500 Gramm Mehl. Hefe und Mehl zugeben. Anleitung ist hier Rückseite. Das ist wohl ein neues Produkt. Finde ich interessant, ne? Das ist jetzt einfach mal so eine Backmischung mit dabei. Kannst du dir ein Brot backen? Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass hier eine Brotbackmischung mit dabei ist und kein komplettes Brot, weil Brot kann halt, das hält sich nicht so lange. Und so eine Backmischung, die ist halt bis Dezember 2022 haltbar. Und so lange hast du halt Zeit, dir das Brot zu backen. Finde ich eigentlich ganz cool, ne, von der Idee her. Ja, und dann machst du da einfach einen Hefeteig draus. Ja, keine Ahnung. Teig nach Zubereitung und vor dem Backen gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Ja, ne? Finde ich interessant. Muss ich mal ausprobieren. Und ja, vielleicht werde ich ja noch zur Backqueen. Dann habe ich hier was drin. Von Loka Winter Edition Classic Cinnamon. Okay, das werde ich mir jetzt aber nicht gönnen, weil jetzt habe ich gerade überhaupt keinen Bock auf Zimt. Draußen scheint die Sonne. Es ist wirklich hell gerade geworden. Und nee, nicht jetzt. Ich habe mir zwar gestern noch Spekulatius gekauft, aber ich habe gerade keine Lust auf Zimt. Ja, das sind einfach diese Crispy Wafers, diese Waffeln. Die kannst du auch ganz gut, wenn du irgendwie Kaffee trinken hast oder sowas, ne? Dann legst du das so schön nebendran oder so. Oder in so ein geiles, oh, jetzt kommt's, ne? Hast du so einen geilen Eisbecher? Keine Ahnung. Wenn dann, meine Mom macht das sehr gerne, wenn wir halt zusammen grillen oder so, dass es dann auch einen Nachtisch gibt. Meine Mom und ich, wir sind beide so Nachtischtusen, ne? Und dann gibt es so einen schönen Becher für jeden. Machst du dir so ein, zwei Kugeln. Kugelformer haben wir auch zu Hause, Mama auch. Und kommen dann schön zwei Kugeln Vanilleeis rein. Dann machen wir da immer Rumtopf drüber. Meine Mama macht Rumtopf und ich mache auch Rumtopf. Und ich habe von ihr auch irgendwann mal einen Rumtopf-Topfgeschenk gekriegt. Und da habe ich auch ganz viele Obstsachen und so aus dem Garten da auch schon drin. So Himbeeren, Brombeeren und so weiter. Mega geil, was da schon drin ist. Und genau. Und dann nimmst du dir, oh, ich glaube, liebe, war ich ernsthaft, bis wir so ein schönes Wintergedönsen mal haben, ne? Dann kann man die nehmen und dann da oben so reinstecken. Ich glaube, da geht die Party ab. Mega geil. Also da kommt es mir jetzt gerade schon wieder, ne? Ja, mega. Okay. So, jetzt müssen wir aber mal wieder hier so ein bisschen bodenständiger werden. Da habe ich von Romo etwas drin. Something the highest quality. Sugo alla Napoletana. Das ist quasi einfach mal, würde ich persönlich mal dazu sagen. Da kannst du Spaghetti Napoli mitmachen, oder? Machst du einfach über die Nudeln drüber und fertig ist die Laube. Finde ich praktisch. Nudeln haben wir auch immer irgendwie zu Hause. Und dann kannst du dir ein schnelles Abendessen machen. Was steht denn hier drauf? Glutenfrei. Ach, guck mal. Das finde ich ja interessant. Italienische Tomatensoße mit Gemüse. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Und das reicht safe für zwei Personen, ne? Da kommen wir mit aus. Finde ich schön. Doch. Kann ich uns mal demnächst glücklich machen und uns einfach mal Nudeln mit Spaghetti Napoli machen. Dann habe ich noch was mit dabei. Das mache ich mir jetzt mal. Also, ich habe letztens ein Tauschpaket mit Danny gehabt, Danny Pelletier. Und der hat mir in dem ersten Tauschpaket hier eine Popcornmaschine geschenkt. Und ich habe jetzt, also, das Popcorn nur so, finde ich ein bisschen öde. Aber ich habe jetzt ein Rezept bekommen, wie man daraus Karamell-Popcorn machen kann. Ne? Das muss ich unbedingt nochmal ausprobieren. Und hier habe ich jetzt was drin. Pops, das ist Mikrowellen-Popcorn mit Zucker und Süßstoff. 3x90 Gramm. Das kannst du halt in der Mikrowelle aufpoppen lassen. Und da ist schon dieses Süßzeug drin. Ich frage mich, wie das funktioniert. Ne? Finde ich ganz interessant. Und sowas ist halt, also ich bin echt ein Popcorn-Freund. Und er hat mir die passenden Popcorn-Tüten dazu geschenkt. Und dann kann ich dieses Popcorn dann heute Abend mal aufpoppen lassen. Und dann gönnen mein Freund und ich uns mal so ein bisschen. Ja, finde ich cool. Definitiv. Ich habe gestern Abend noch Popcorn gegessen. Also von daher finde ich das klasse. Und ja, ne? Muss ausprobiert werden. In der Mikrowelle. Dann habe ich hier noch ein Basic-Produkt. Das kann man bestimmt auch irgendwie
auch in das Spaghetti Napoli Gedönsen reinmachen. Vegeta Natur, eine Würzmischung mit Gemüse. 150 Gramm sind hier drin. Das ist glutenfrei und natürliche Zutaten. Und da kannst du irgendwas halt machen. Kannst für Fleisch und Wurst und für Gemüse und für Suppen verwenden. Hier steht das hier hinten drauf. Ist es nicht irgendwie einfach eine Gemüsebrühe? Hätte ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus dazu gesagt. Wir hatten das nämlich schon mal da. Und da habe ich auch meine Nase dran gehalten, bevor ich das in eine Tomatensoße für Spaghetti gegeben habe. Und ich persönlich würde sagen, das ist wie eine relativ natürliche Gemüsebrühe einfach. Weil da hast du halt auch drin, keine Ahnung, Karotten, Paprika, Pastinake, Zwiebel, Kartoffel, Sellerie, Tomate, Lauch, Paprika, Blattpetersilie, Zucker, Liebstöckel, schwarzer Pfeffer, Kurkuma, Knoblauch, Gartendill. Also das hört sich für mich wirklich genauso an, ne? Ja, ja, für Suppe, Soße, Teig, Reis, Kartoffelgerichte, Fleisch, Fisch, ja. Menge für 50 Mahlzeiten, wow. Das ist krass, ne? Ist auch wieder verschließbar hier oben. Ja, definitiv. Also wir haben aber unseres auch noch da. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Und das finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Von Centis, das ist auch was für meinen Freund, wenn er liebt Nougat. Belmanda, Manda? Okay. Edelmarzipan mit zartem Haselnuss-Nougat, feiner Milchschokolade. Ne? Also wir merken, wir kommen so langsam in die gemütliche Jahreszeit. Wir müssen unseren Winterspeck mal wieder zulegen. Damit wir auch alle gut durch den Winter kommen. Und so schaut es dann aus. Das ist so einzeln eingepackt. Das probieren wir mal. Oh, meins ist ein bisschen zerdütscht. Ist aber nicht schlimm. Und sieht so aus. Ja. Hast du eine Schicht Nougat und eine Schicht Marzipan da drin. Aber mag ich wohl. Es schmeckt auch nicht zu intensiv nach Marzipan. Und locker. Ja. Ich habe nichts vergessen. Ich habe euch alles gezeigt. Achso, anstatt von den Kichererbsen hätte man hier auch noch drin haben können Kidneybohnen. Na guck. Und eine andere Sorte von Popcorn hätte man auch noch haben können. Ich finde die Box gut. Die ist schön gestaltet. Ja, also für mich halt wirklich so ein kleiner Ausflug in die Kindheit. Ein bisschen auch mal was anderes essen dürfen als das, was man sich normalerweise holt. Also so ein bisschen, ne, dieser, ihr wisst, was ich meine, was ich eben erzählt habe. Ja, dieser komische Effekt halt. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Psychologen wissen garantiert, wie man das nennt. Hat mir gefallen. Ich bin gespannt auf die Oktoberbox, ich bin gespannt auf den Adventskalender. Denkt auf jeden Fall an den Code, denkt daran, dass ich eine Verlosung mache. Und haben wir das eigentlich gesagt, dass ich eine Degusta-Box und einen von euch verlosen kann? Weiß ich gar nicht. Alle Infos dazu stehen unten in der Infobox, schaut da gerne einfach mal vorbei. Wird aber wahrscheinlich eher die Oktoberbox werden, weil die Septemberbox ist schon ausverkauft. Die war offensichtlich sehr beliebt. Ja. So, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu schnabulieren und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!